Martin Luther King sagte, I have a dream, hier nun mein Traum. Im alten Café an dem kleinen Grenzfluss, da trafen sich die Riesensensation. Abraham, Mohammed und Jesus Christus zum Erfahrungsaustausch über Religion. Sie bemerken traurig, viele Leute heute haben sich gar weit von uns entfernt. Sind die denn des Wahnsinns fette Beute oder haben die denn nichts von uns gelernt? Und so fanden sie gemeinsam einen neuen Refrain. Ob du nun Christ bist oder Buddhist bist oder Moslem, Jude, Hindu oder so, ihr sollt in Frieden einander lieben, und nur wer endlich darauf hört, der macht uns froh. In Eintracht waren sie am Diskutieren, jeder nannte seine Vision. Menschen können immer nur verlieren bei Kommunikation mit Hass und Hohn. Sie führen Krieg im Kleinen und im Großen. Sie führen Kriege draußen und zu Haus. Gegen unsere Regel wird verstoßen. Darum sprechen wir sie gleich noch einmal aus. Ob du nun Christ bist oder Buddhist bist oder Moslem, Jude, Hindu oder so, ihr sollt in Frieden einander lieben, und nur wer endlich darauf hört, der macht uns froh. Plötzlich wimmelt es von Journalisten, ja, denn die spüren stets die Sensation. Und sie fragen gleich nach der vermissten, überall gesuchten Tradition. Wer von euch gibt Antwort auf die Fragen? Wer verheißt uns wirklich Gottes Lohn? Wer allein kann uns die Wahrheit sagen? Unisono sangen die drei ins Mikrofon. Ob du nun Christ bist oder Buddhist bist oder Moslem, Jude, Hindu oder so, ihr sollt in Frieden einander lieben, und nur wer endlich darauf hört, der macht uns froh. Doch es kam, wie es kommen musste. Plötzlich platzt die schöne Seifenblase und ich wach aus meinem Traume auf. Fort ist sie, die Religionsextase. Alltag nimmt nun wieder seinen Lauf. Doch an tristen, grauen Erdentagen, wenn ich Zweifel hab und seh Eskalation, hör ich die Herren wieder deutlich sagen, mit einer Stimme in das Mikrofon. Ob du nun Christ bist oder Buddhist bist oder Moslem, Jude, Hindu oder so, ihr sollt in Frieden einander lieben, und nur wer endlich darauf hört, der macht uns froh. Bist du nun Christin oder Buddhistin, Muslima, Hinduistin, Jüdin oder so, ihr sollt in Frieden einander lieben, und nur wer endlich darauf hört,